Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf Sunken Land. Hallihallo, ihr Lieben. Du, Mini, bleib mal stehen und mach ich ein Bild. Mhm. Zack. Du. Hast du? Hab ich. So, der Tag bricht an. Wir sind immer noch, ne, frischen Mutes. Ich muss erstmal was, ne, essen. Ja, muss ich auch gleich. Ich muss nur eben mal ein falsches Donner. Die da. So. Wir müssen die Kisten hier mal hinten wegkriegen, ne? Irgendwie. So, durchgebraten habe ich alles. Ist noch was im Boot zum Entladen? Ja. Gut. Ich fülle nur eben Wasser nach. Toll, ne? Oh. Ach, Leder. Dann kann ich ihn einmal wegpacken. Hast du ein Sofa gejagt, ja? Ja. Sehr toll. Weiß. Mini kann das, ne? Hast gesehen hier bei der Leiter geht er einfach so hoch. Super. Ja. So. Hast du dir jetzt ein 5er-Stack von den roten Dingern fertig gemacht? Nein, noch nicht. Das ist doch das, was ich noch machen wollte. Mhm. Müssen wir dann noch was im Boot drin oder nö, ne? Nö. Hattest du jetzt alles weggetaucht? Abgetaucht da? Nee, noch nicht alles. Ach, siehste, Fischreusen wollte ich machen. Mhm. Was brauchten wir denn für Fischreusen? Ach nee, die habe ich doch im Inventar gebaut, oder? Nö. Fischreusen, 3 Seil. Ach, da brauchen wir auch diese Komponenten für. Ja, 6 Stück sind da jetzt drin. Komponenten. So, ja, die Komponenten brauche ich erstmal hier zum. Was wollte ich machen? Ach so, die Waffenwerkbank. Ja. So, haben wir noch was raus? Bevor wir das nämlich vergessen, Leute. Waffenwerkbank und erforschen. So. Ich gehe eben noch mal schnell nach den Bärchen gucken. Ja. Waffenwerkbank. Ach je. Na, ja, das dauert noch bis du deine Waffen kriegst. Wir brauchen da 10 Komponenten alleine für. Ach je. So hoch. Dann brauchen wir jetzt Eisen und Komponenten auf jeden Fall und Schrott. Noch irgendwo was rum. Meint nicht so gut. Aber es wird, ne? Also. Jojo. Du warst so mühsam, ändert sich das eigentlich. Ja, ich denke, man sieht die Fortschritte. Ja. So, dann würde ich sagen, wir düsen wieder los. Ich bring nur eben noch schnell Samen weg und dann können wir. Ja, wird Zeit. Ja, und auf dem Weg zum Boot. Ja. Da hinten die Insel, die Bäume sehe ich nicht, also wird noch nichts nachgespawnt sein. Da.
Hatten wir die Insel hier vorne auch schon? Neben dem Dings, wo wir jetzt noch zufahren? Die Villa? Da waren wir ja eben schon, da haben wir 18%. Die Insel. Ja, Moment. Gummientenninsel 100%. Da, wo wir jetzt drauf zufahren, ne? Denke ich ja. Ja, dann sammeln wir da auch Erz und sowas ein. Zur Not, wir haben ja Sachen hier zum Verkaufen. Fahren wir mal zu der Händlerin nachher hin und gucken mal nach, ob wir da Komponenten kaufen können. Für die Waffenwerkbank. Ist das auch diese Gummibäreninsel da oder Gummientenninsel? Also laut Karte fahren wir direkt drauf zu. Ja. Dann ist das gut. Sieht auf Karte halt immer weiter aus, als es eigentlich ist. Ja. Die andere Insel war ja auch leer, also wird hier auch nichts nachgespawnt sein. Ja. Gummientenninsel. Geht doch. Unter uns ist direkt so ein rotes Dingling. Schon gesehen. Hol ich sofort. Ja, ich gehe auf Metallsuche erstmal. Holz auch mitnehmen? Ja. Auch hier. Super. Ich nehme nochmal Baumwolle mit. Wattbahn, das haben wir. Ja, du könntest auch oben dann mal Baumwolle und sowas anpflanzen, ne? Ja, hab ich da schon zweimal. Ja, da oben hast du ja Platz, ne? Ja, nur das letzte Mal, wo ich dann Hütte gebaut habe, da hatten wir doch noch nicht so viel Tuch. Ja, dann lässt. Letzte, was ich 20 Tuch über oder so, dann kannst du das, dass wir hier für Notfall 3-4 mal Holz anpflanzen und ja. Ne? Ich gehe erstmal nach Erz gucken und dann baue ich auch Holz ab. Okay. Weil nicht, dass ich beide Inventar mit Holz voll habe und dann ist noch Erz da. Ja. Da ist noch Erz. Kupfer, denke ich mal, werden wir für Elektronik brauchen. Weil wegen Kabel und so. Ja. Ja, Kupfer und Gummi dann, ne? Wenn man will, dass den Draht ja dann auch nicht ungeschützt verlegen oder so. Ja. Ja, jetzt sind wir ruhig da. Tja. Ich glaube, hier war mehr Kupfer drauf als Eisen. 5 Eisen habe ich noch im Tasche. Sehr schön. Ich das Eisen mal da rein, dann gehe ich auf Holzjagd. Ach, hier ist noch. So. Nee, das wollte ich nicht. Absteigen. So, dich brauchen wir nicht. So. Reinpacken hier. Und dann geht's jetzt auf die gefährliche Holzjagd. Ich kann auch eben ausladen. Ja. Ja, nicht, dass mal so ein montierter Busch oder so zurückschlägt. Deswegen ist die Holzjagd nicht ganz ohne.
Ach, da ist Pyro, dann gehe ich nach oben. Ne? Ach das. Ich glaube, ich stelle da noch zwei Fässer hin mit Holz. Ja. Ich glaube, ich bin. Aber den ganzen Holzsamen brauchen wir dann nicht, ne? Also, wenn wir, was weiß ich, zum Schluss da sechsmal Holz anpflanzen oder was, denke ich, wird das mal reichen. Ja, wir bauen noch nicht viel aus Holz. Hm. Ach, vielleicht kommen wir noch Waffen oder irgendwas, wofür du Holz brauchst. Aber man weiß es nicht, wenn man kriegt. Also ein Holzspeer hatten wir schon. Ja, höchstens noch für Möbel oder so. Eine Armbrust haben wir. Eine Axt haben wir auch. Was ich ja sagen muss, ich bin gut, dass die Wirtschaften nicht kaputt gehen. Jo. Oder dass das Essen verdirbt. Ja, also das ist zwar nicht ganz realistisch, aber könnte man ruhig so beibehalten. Hätte ich nichts gegen. Dass ich wenigstens nicht mal ums Werkzeug ewig kümmern muss. Na. Gut. Ich hoffe, das ist mit den Waffen später auch so. Kann ich dir nicht sagen, so. Wo ist das Brot? Minen und ihre Orientierung. Okay. Aber das hat ja gut geregelt, ne? Dass du die Boote von weitem kriegst. Ja. Kannst du ja auch farbig markieren. Kannst die Farbe ändern. Und auch, dass du die Pinken auf der Insel siehst. Ja. Du claimst ja quasi die Insel mit den Pinken dann. Nur. Es ist voll. Ich konnte mich gerade noch ein bisschen ausladen, aber die Kiste ist jetzt auch voll. Hey. Lass mich das doch aufheben. Haben wir genug von diesem Samen? Von dem Baumsamen? Boah, nicht mehr. Schmeiß den nicht weg. Wenn nicht, sollten wir ja noch genug von kriegen. Mhm. Kann ich mal ein bisschen Holz einsammeln. Ja, Leute, ich weiß, hier sind viele Sammelfolgen bei, aber ist nun mal Let's Play, ungeschnitten, ungeschönt und so, und das gehört damit zu. Gerade bei so einem Spiel. Darum geht's ja eigentlich auch, ne? Ja. Plündern und sammeln. Tja, den kriege ich irgendwie nicht abgebaut hier. Ich sehe keine Bäume mehr. Mit Steuerung kann ich mich hinhocken. Jetzt. Insel ist baumlos. Echt jetzt?
Haben wir geschafft? Ich stehe gerade oben auf dem Felsen und ich sehe keine Bäume mehr. Ach je, noch immer ein Büschlein? Nein. Ach je, was liegt hier? Angelköder. Kann auch liegen bleiben. Tja. Oder wolltest du mal versuchen zu angeln? Nein, danke. Angeln ist nicht so mein Ding. Tja, als nächstes müssen wir dann Komponenten und so holen, ne? Ja. Sitzt du irgendwann, oder? Hängen wir fest, wirklich? Ach, herrje. Ist nicht. Mit C-Boot anschubsen. So. Mal check mal. Doch nicht so. Muss das Boot anschubsen. Ja, ich hab da nicht eingeparkt. Ja, zum Tauchen brauchen wir jetzt gar nicht gucken, ob hier irgendwas zum Tauchen ist, ne? Durch den Ausladen. Oh ja. Ist ja schon recht genug um. Ja. Außerdem, wenn ihnen den Tag voll, dann voll, ne? Ja, deswegen. Die hat auch wieder Holz. Wie? Hier die Händlerin, da sehe ich noch ein Bäumchen von hier. Ich guck mal an, schau. Die pflanzt für uns an oder so. Wahrscheinlich. Nur für uns. Mhm. Damit wir Schmutz machen können und so. Ja. Los und was trinken, weil mir blinkt schon mit Trinken. Ach je. Ja, ist voll der Weichkeks und so. So. Holz. So. Ich baue dann mal eben zwei Fässer auf. Ja, weil Kiste voll. Ja. Du brauchst ja da hinten auch Holz, ne? In der Küche? Ja. Ja. Soll ich da auch ein Fass hinstellen? Kannst du gerne machen. Am besten hier so neben die zwei Grilldinger hier. Echt? Ich wollte das hier. Okay. Hier hinten hin, hinstellen, hier neben. Dann mach mal. So. Danke dir. Bitte dir. Und hier machen wir dann Holz hin. Holz steht da in der Ecke. Warte. In der Ecke? Welche Ecke? Da. Vom Lager. Gut. Ja, auf dem Stein, das ist zu hoch, kann ich nicht hinbauen. Ja, ja. Ich muss nur eben gucken, wo du stehst. Ja. Natürlich nicht. So. Hey je, ist besetzt. Oh, jetzt kommt's auch. Kupfer oder vielleicht Gold. Mein Schatz. Denk dran, Erz kommt unten rein, ne? Ja, ich bin schon dran. Der Pöl. Bratet schon mal was durch hier.
Ist Holz jetzt auch hinten? Ach, du hast... Achso. Ich nehme Holz hier raus, ne? Ja, Moment. Ich bin hier noch am Wegrollen. Tut mir leid. Aha. Weil dann hättest du nämlich die Holzkiste leer und kannst sie oben hinstellen. Du wolltest so oben eine Kiste hinstellen für den ganzen Samen. Ja. Den Holzsamen lasse ich dann drin. Wir haben 54 Holzsamen, also so viel werden wir nie anpflanzen. Also das sollte dann wohl auf jeden Fall reichen. Ja. Denke ich mal. Die Aufhebkiste mal hier drin. So. Rot war leer, ne? Ja. Da wir die Nacht eh schlafen, brauchen wir erstmal noch kein Licht machen, ne? Ja. Das sparen wir uns das erstmal. Denke ich mal so ganz frech. Mhm. Guck da mal, wie es aussieht mit Schlafen. Nein, noch nicht ganz, ne? Ja, wir sind erst eine Mal zu spät schlafen gegangen. Richtig. Das rächt sich jetzt. Mhm. Komm, grad durch. Noch einen dritten Ofen auf? Nee, zwei Öfen. Wollen wir nicht übertreiben und so, ne? Mhm. Millimeterchen hat es noch. Ja. Ich brate hier durch in der Zeit, ganz knallhart. Ja. Ich habe hier gerade nichts zum Durchbraten. Muss alle gemacht werden, so. Wir müssen eindeutig mehr Erdbeeren essen, sonst gehen die Erdbeersamen aus. Oh je. Versuchen wir zu sparen. Tja. Was soll ich tun, Fisch? Ja, ich kann auch eben ein paar Erdbeeren puttern. Ja, mach das lieber erst nach dem Schlafen. Jetzt habe ich schon welche gefuttert. Und keinen Samen gekriegt. Oh je. Am Anfang meine ich, wo wir das angezockt haben, das Spiel, hat man glaube ich mehr Samen gekriegt, ne? Mhm. Ja, meine ich auch. Wie schon. Dann wurde es weniger. Lauf es halt. Ah, ich eile, ich sprinte und so. Sehr schön. Den Samen habe ich da reingeschmeißt. Wieder föhn. Wenn ich das durchgeschmelzt habe, fahre ich zur Dings hin, zur Händlerin. Ich stelle nur eben die Kiste oben auf mit den Samen. Ja. Hast du dir auch was mitgenommen zum Treppe bauen? Nee, weil ich mit den Samen schon fast voll bin. Achso, okay. Mini ist also voll mit Samen. Okay. Ach, Pyro. Was? Du hast gerade gesagt, du bist fast voll mit dem Samen. Mhm.
Da habe ich doch nichts Falsches gesagt jetzt. Alles gut. Ja, meine ich doch. So. Feucht und fleuchte noch irgendwas. Da ist die Frage, wie wir dann, wenn ich bei der Händlerin war, wie wir die Komponenten verwerten, ne? Ja. Wieder mistige Angelköder gekriegt. So. Soll Mini da mitkommen oder schaffst du das alleine? Ich bin hier noch am Durchbraten. Ich warte hier eben durch und dann düse ich mal dahin. Hm. Aber das Durchbraten kann man lieber abends machen, ne? Ja. Dann schmeiß ich das mal hier rein alles. Okay, dann geht Mini nochmal bei der Apartments tauchen. So, dann sagen wir jetzt erstmal. Ach jo. Ich fliege, ich eule. Dann sagen wir jetzt erstmal von hier aus Tüdelü und ja, Fortschritt, es geht weiter und bald sind wir hier, ne? Riesige, nein, ein kleines Häuschen oder so. Alles klar in dem Sinne. Tüdelü! Tschüss!